Herzlich willkommen hier zu meiner heutigen Folge hier im Marsch. Ich mache heute noch zwei Folgen fertig für morgen und übermorgen. Also für heute und übermorgen. Tja, ich stelle die ein paar wieder ein nach dem Livestream. So, mal durchgucken, ob ich alles finde. So. Der war vom Mischfutter. Schweinefutter. Den können wir mal beiseite stellen. Beziehungsweise wir werden mal entsprechend für die Ernte vorbereiten, schon mal bereitstellen. Die Ernte wird noch nicht kommen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist da, dass es übernächsten Tag soweit ist. Das stellen wir mal so hin. So, mal gucken, was noch alles zu machen ist. Können wir den Milchfahrer losschicken. Denn das kann nicht schaden. Der Outreif hat heute ein Update bekommen. Also heute oder gestern. Das heute jetzt gemerkt. Danke an Holger. Heute erstmal haben wir noch nichts zu tun, also nichts Zwingendes, also vorbereitet für die Ernte halt, ne? Das ist halt das nächste, was wir jetzt dringend machen müssen. Also Weizen, Gerste wird jetzt als erstes anstehen und später Raps. Da wo die Weizen und Gerste ist, wird teilweise Raps ausgesät. Wegen der Fruchtfolge zum ersten und zum zweiten, das muss ja Ende Sommer, Anfang Herbst, also wirklich in den ersten zwei Tagen im Herbst, die Aussaat erfolgt sein. Wäre hilfreich. Was dann so machen würden, ne? Mal sehen, wie viel noch im globalen Markt drin ist, an Waren. Silage, Mischfutter und so. Ansonsten, guck mal, was wir hier so schönes drin haben. Dann könnten wir theoretisch ein paar Strohballen und ein bisschen Silage. Also Silage ist voll, Stroh auch. Heu könnten wir schon gebrauchen, ne? Heu ist aber hier bei uns im Lager drin, also hier im Heulager, ne? Wenn wir uns halt ein paar Dinge ausladen. Kein Problem. Ich ja vor der Haustür. Wenn wir nachts ein bisschen schneller laufen lassen oder schlafen, je nachdem wie das Wetter ist, wie dunkel es ist, ne? Noch lose nehmen können, aber gut. Das ist globaler Markt. Gut. Maximum. Stehen auf dem Punkt. Dann fahren wir sind zurück. Ich hätte auch lose rausholen können. Aber so ein paar Ballen. Die nehmen wir entsprechend dann auf den Punkt rauf. Da kann er sich alleine nachziehen. So. Ich hätte mal die 42er noch reichen. Normalerweise. Müssen wir einen Umstand auf Blocking. Müssen wir einmal gucken, warum Blocking? Doch. Der Milchfahrer ist hinter uns.
Ja, unser Mist wird auch langsam voll. Da werde ich auch bald mal wieder was fahren können und müssen. Oh, können wir heute Nacht machen. Der Traktor ist frei. Irgendwo eine Fräse. So. Das war aber nicht schlecht, ne? Man kann ja vor allem nachts weiterarbeiten. Verarbeitet vor allem. Und ich meine, gut, wir haben noch genug Futter. Geladen, ne? Ja, ist schon ein bisschen spät. Also zwei Frauen klar, ist gut. Dann reicht's auch für heute. Aber ich möchte schon zum Morgen die Frauen bringen. Ja, beim Livestream war nicht allzu viel Besuch. Liegt wahrscheinlich eher daran, dass zu viel Konkurrenz unterwegs war. Und da konnte ich mir dann da schauen. Das kann ich voll verstehen. Ist halt so, ne? Das ist ja. Nur für Freitag ist für mich der beste Tag zum Livestream, ne? Würde ich in dem Fall nicht ändern. Aber Samstag ist ja nicht weniger Konkurrenz da, ne? Ich weiß auch, warum auch Janema am Sonntag um 11. Sonntag um 11. So. Ist auch nicht mein Fall. Ich habe nämlich Sonntag früh, Montag früh Frühschicht. Und das ist dann. Naja, ne? Mal ausgeschlafen sein. Möglichkeit. So, was haben wir drinne? Da können wir noch eine Ladung reinbringen. Hoi. Und dann mal mehr vorne. Blocking. Wahrscheinlich ist ein Lager auch leer. Gute Arbeit erstmal, ne? Wir müssen mal schauen, dass wir jetzt Mist Richtung links bekommen. Richtung, ja, wieder Mischfutter, ne Quatsch, Düngerproduktion, na war das los, C, das scheint alles zu sein. Ist das so, ne? Dann werden wir dem mal diesen Mist fahren. Die Fräse mal suchen. Die ist ja irgendwo. Beim Mist. Soweit ich weiß. Ja, noch da. Also viel Silage werde ich den ja später in Thüringen haben. Aber wie gesagt, später, ne? Ich kann auch ein bisschen drehen. So. Da ist sie nicht. Oder ist die etwa drinnen im Mist? Das kann natürlich, natürlich schlecht. Nee, ich dachte schon. Oh. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Müsste mal hier einfach lassen, ein Förderband oder dergleichen. Das lohnt sich nicht, ne? Das ist ja das ganze Problem. Oh. Düngerproduktion braucht nicht so viel, ne? Und das BGH. So. Macht auch keinen großen Beibach, ne? Aber morgen? Morgen nicht. Morgen haben wir noch einen Tag Zeit. Für anderweitige Aufgaben.
tun sie dort. Düngen wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich düngen. Deswegen brauchen wir auch für die Produktion entsprechend Dünger, ne? Also Mist. Es könnte sein, dass wir Gärreste verkaufen können, das ist durchaus möglich. Das können wir auch machen. Ja. Jetzt wurden wir auch einfach ein paar Fehler gefixt. Ich habe persönlich keinen festgestellt. Vielleicht hier. Ob das ein Fehler ist, ist eine andere Frage, ne? Mit dem ganzen, mit den Ehre, dass man da auch dann nicht ran kann am globalen Markt oder so. Ne? Das kann ja, jo, kann, muss aber nicht in dem Sinne Fehler sein, ne? Sicherlich nicht hilfreich. Aber wie genau, warum? Ich werde morgen nochmal Tiere versorgen wahrscheinlich. Oder ich werde dann mal jetzt ganz einfach mal probieren. Overdrive, ne? Probieren. Das kleine Anhänger nehmen dafür und dann her. Die sind ziemlich groß, die passen da kaum durch. Der kann ja mit einem Kleinanhänger gut durchfahren, ne? Also von daher kann er ruhig kann da fahren. Ist ja egal. Der eine. Der hat schon Kurs, ne? Und der zweite kann auch einen Kurs kriegen, ne? Das nicht. Aber höher geht besser. Dann ist doch gut. Da gibt jetzt was auf die Düngerproduktion, ne? Das sind 42.000. Oh, ein noch. 150.000 passen rein. Da nur eins, das gibt's nicht. Verkehrt ein Anhänger und kippt. Deine Pecher. Da muss man einmal Gärreste fahren oder Gülle. Gülle kann ich auch fahren. Aber Gülle werde ich so nicht kriegen. Bei den Kühlfalls. Können wir heute Nacht jedenfalls, wenn es dunkel wird, zumindest bis wir produzieren, ne? Ist ja nicht vom Schaden. Blocking. Milch ist klar. Legt gerade ab. Und der andere? Feierabend. Dann nicht oder gerade irgendwo blockiert. Kann sein, dass er beim Heu jetzt ist nicht so egal. Mal sehen, ein bisschen Mist zur auf zwei Hänger normalerweise voll. Jetzt haben wir genug Geld für den nächsten Acker, ne? Die 10 wollten wir kaufen, die 10. Auf jeden Fall. Mission ist auf Flügen dran, das ist ungünstig. Das ist der Quatsch. Das ist ja unsinnig. Raps drauf. Hau ich doch. Bald kaufen wir dann zum Frühling oder im Winter. Produktion wollten wir bauen. Das könnte man noch machen. Für Zucker zum Beispiel.
Schweine haben auch noch Mist, aber das ist ja noch nicht so viel. Umstallen wollte ich noch. Ist so. Wahrscheinlich ist der andere blockiert. Vor der Heutfabrik oder so. Oder Pelletsfabrik. Eine andere Erklärung habe ich jetzt nicht. So, wieder voll. So aus, ne? Der Rest ist vom Ladewagen, von der Fräse. Prozente. Auf geht's. Wir müssen eine Straße malen hier. Garantiert ist aber drinnen. Viel Milch. Die Lage ist gut. Der. Excel. Ja, das ist auch noch ganz gut. Da war noch viel da. Hatte ich extra Thüringen dafür gemacht. War an sich kein Problem. Ging ziemlich zügig. Mit Audrey zum Abfahren. So, die Schau. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao. Ja, heute wieder fertig, ne? Die heutige Folge. Ist noch einmal Rest Samstag, schön. Ja, dann kommt noch die Thüringen-Karte. Da habe ich garantiert auch noch vergessen oder so. Möglich ist es. Schieße mal nicht aus. Ja, einen schönen Tag noch und schön. Ja, Rest haben wir da, ne? Tschüss, ciao. Danke fürs Reinschauen. Bis dann und tschüss. Tschüss.